Ich glaube, dass das eines der stärksten Spiele war überhaupt in der Gruppenphase. Ja, wir haben es einfach nicht leicht gehabt. Ja. Der Gegner hat es uns ziemlich schwer gemacht. Der hat ja nicht mitgespielt, so wie Genk unbedingt mitspielen wollte. Und da findest du sehr schwer Räume vor. Der Platz war stumpf. Das heißt, es war ein schnelles, scharfes, präzises Passspiel nicht so möglich wie unter normalen Umständen. Und trotzdem hat das die Mannschaft ganz gut gelöst, finde ich. Ja. Und deshalb war es für mich eines der stärksten Spiele in dieser Gruppenphase. Ich denke, ohne große Torchance 1-0 in Führung zu gehen, das ist Effizienz. Ich denke, da hat meine Mannschaft vieles richtig gemacht. Da kann ich ihr wirklich keinen Vorwurf machen. Das haben wir sehr gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Zweite Halbzeit, ja, da beanspruchten wir dann doch, ich denke, in ein, zwei Aktionen auch das nötige Wettkampfglück. Ja, und dann ähnlich wie Rapid in Führung gegangen ist, das 1-1 von uns, ich denke auch aus dem Nichts, sehr glücklich. Und dann musst du das 1-1 länger halten können wie 5 Minuten. Und das sind halt noch Sachen, die wir in Zukunft besser machen müssen, schon in der Meisterschaft. Wir geben manchmal zu schnell eine Führung oder ein Unentschieden wieder aus der Hand. Ich denke auch, die zweite Aktion von Rapid war nicht zwingend zum 2-1. Und dann, ja, ich denke noch zwei, drei heiße Aktionen im 16er. Ja, 2-1 verloren. Kann man nicht viel sagen für uns. Wir haben noch ein Spiel. Aber fast zu Ende diese Kampagne, da kann ich Rapid für das letzte Spiel nur noch viel Glück wünschen, alles Gute. Ja, sie haben jetzt, ich denke, so wie die Resultate waren, ein Finale. Und ja, mal schauen. Ja, trotzdem überwiegt natürlich heute die Freude über den Sieg. Möchte meiner Mannschaft zur Leistung und zum Sieg gratulieren und an dieser Stelle natürlich auch bei unseren Fans bedanken. Viele für meine Spieler waren das neue Erfahrungen und auch heute 34.000, 35.000 Zuschauer. Ja, da musst du dich zuerst einmal daran gewöhnen, aber das sind Erfahrungen, die sie machen müssen. Von daher denke ich, geht das auf. Aber entscheidend dann doch auch die Lehren draus zu ziehen und wenn wir das nächste Mal wieder in einer solchen Situation sind, gewisse Dinge besser zu machen. Aber fantastisch natürlich, wenn man gesehen hat, 90 Minuten die Rapid-Kurve, ja, wie die für Stimmung gesorgt haben. Ja, das, ich denke, nimmt ein Spieler dann schon wahr. Na, wir haben ja gewusst, dass Thun im 4-4-2-System attackieren möchte mit zwei Stürmer. Und deshalb haben wir immer wieder Dreierkette gebildet und haben natürlich es verabsäumt anzutrippeln zum richtigen Zeitpunkt, beziehungsweise ist die Dreierkette dann im Aufbauspiel etwas zu tief gestanden. Wir hätten es ja ganz ein bisschen nach vorne verfrachten wollen. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit, also in der Halbzeit haben wir das korrigiert. Aus dem Grund ist es dann besser gelaufen in der zweiten Halbzeit. Aber es ist natürlich schwer. Du musst da Räume schaffen, du musst Räume vorfinden, um durchzubrechen. Ist gegen so einen destruktiven Gegner nicht leicht. Ich denke, dass Thun sich auf diese Art und Weise, und da spreche ich vor allem von den Qualifikationsspielen mit dem letzten gegen Belgrad, sehr souveräne Auftritte, sehr souverän qualifiziert für die Gruppenphase. Und dann in der Gruppenphase leider zu wenig Highlights. Ein Sieg zu Hause gegen Rapid. Das eine oder andere Spiel viel Lehrgeld bezahlt. Aber auch Spiele gezeigt, da wäre mehr möglich gewesen. Ich denke vor allem auswärts in Genk. Aus dem Nichts 1-0 zurück. Es müsste eher 1-2-0 für Thun stehen. Zu Hause gegen Kiew. Ja, nach 10 Minuten wiederum zwei große Chancen, dann ein Eigentor, ja, dumm verloren. Schlussendlich, es wäre mehr möglich gewesen, aber da denke ich halt schon, ist die Erfahrenheit der Spieler dann schon auch ein entscheidender Faktor. Also von daher, nein,
großes Kompliment an meine Mannschaft, was sie bis jetzt geleistet hat. Das war sehr gut. Wir haben noch ein Spiel gegen Genk und das wollen wir versuchen zu gewinnen, klar. Auch wenn es schlussendlich um nicht mehr viel geht, aber 3 Punkte sind möglich. Punkte für unser Land, Koeffizient für die nächsten Saisons, ja, und geht doch noch um eine kleine Prämie. Also von daher haben wir schon noch gewisse Ambitionen für das letzte Spiel. Eins dürfen wir nicht vergessen, wir befinden uns immer noch am Anfang unserer Entwicklung. Ja, gewisse Dinge gehen schneller, gewisse Dinge brauchen Zeit, aber Tatsache ist, dass wir genug zu tun haben und uns unbedingt noch verbessern wollen und gerade dabei sein, ein Fundament aufzubauen. Ich denke, Sie müssen sich jedoch steigern, wenn Sie in Kiew gewinnen wollen. Aber Sie haben 90 Minuten Zeit. Das Potenzial haben Sie. Sie müssen sich das auch zutrauen. Also von daher kein einfaches Spiel, aber immer möglich. Es wird natürlich schwer, aber wir wollten dieses Endspiel unbedingt haben. Wir freuen uns auf diesen Eiskosten. Das heißt, wir werden viel laufen müssen, damit wir nicht erfrieren. Aber Tatsache ist, dass wir uns einmal freuen auf den heutigen Sieg, dass sich die Mannschaft ein Endspiel erspielt und erarbeitet hat. Und trotzdem müssen wir das wieder abhaken, weil am Sonntag geht es wieder gleich weiter gegen Innsbruck. Wird alles andere leicht.